Hey, hier ist Martin von Handball Inspires und wir schauen dem Bundestrainer mal wieder über die Schulter. Tempospielhinführung, 1 gegen 1 Gegenstoß aufs leere Tor. Ein Spieler mit Ball, ein Spieler mit maximalem Tempo zurück zum Tor, um den freien Wurf zu verteidigen. Hier wird moderner Handball gelebt. Viel Spaß bei der Übung. So, ein Sprintduell, wo man schnell ein 1-0-Konter läuft, entscheiden muss, ob ich eine gute Orientierungsfähigkeit habe, Differenzierungsfähigkeit, also ins Tor reinzuwerfen oder scharf zu werfen. Außenstellung, du bist bitte bei Bauchlage im Tor, dein Partner, bist du es? Bauchlage bei 7 Meter. Wir fangen an mit Liegestützen und auf Pfiff, Stützen oder dann? Auf Pfiff, Sprint, du wirst zum Torhüter, ja. Da drüben. Du hast zwei Möglichkeiten, mit Prellen sofort hinterher. Ab der Mittellinie, frühestens darfst du werfen, auf jeden Fall auch was anderes, aber nur in den Korridor. Spätestens 10 Meter, wo die grünen Hütchen sind oder die Blättchen, dort kannst du deine sicher machen und aus dem Sprungwurf das gestalten. Verlierer ist mit 3 Liegestützen dabei. Okay, also Torwart oder Angreifer. Danach kommt der Locker wieder runter. Los geht's! Setzt das auf, die Geschwindigkeit und dann eine gute Differenzierungsfähigkeit, wie ich ins Tor komme. Los geht's. Schön. Gut aufgeholt, gutes Gefühl. Auf geht's. Tempo. Sehr schön, man muss nicht alles als Heber werfen. Diese Aufsetzerbälle auch bei schneller Mitte sind sehr gefährlich. Okay. Reaktionsfähigkeit. Super, ihr beiden. Bleib im Korridor. Gut gehalten. Noch eine Gruppe. Das so als Training, wenn man vor allen Dingen aus der Ecke das macht. Das gleiche gibt es, ich reiß das jetzt nur an, als Eckenduell. Wir können zwei Mannschaften machen mit zwei Torhütern, Markierungshütchen in die Ecke. Es wird geprellt, so schnell es geht, über das ganze Feld, welche Mannschaft als erstes, wo jeder getroffen hat, also beispielsweise 5 Tore bei 5 Spielern, immer wieder Sprint zurück, abklatschen als Staffelspiel. Gegeneinander kann man mit der linken Wurfhand machen oder nur mit links prellen, mit Zusatzaufgaben. Das ist alles prellend, wenn wir das aus dem Video heraus nehmen. Normaler 1-0-Konter bitte. Also rechts und außen, rechts, außen, links. Wir haben gesehen, dass eine hohe Differenzierungsfähigkeit von beiden Spielern verlangt wird. Der Angreifer muss schnell entscheiden ab der Mittellinie, nimmt er den Loop oder nimmt er den harten Wurf über den Boden zum Beispiel oder direkt ins Tor. Oder geht er noch näher ran und nimmt sich den freien Schuss von 9 Meter? Der verteidigende Spieler, Willensschulung, maximales Tempo zurück, um den freien Wurf zu verhindern. Hat aber auch die Kreativität, mal nach der Mittellinie stehen zu bleiben, abzustoppen, umzudrehen und den Gegenspieler direkt festzumachen und einen Freiwurf zum Beispiel zu provozieren. Moderner Handball, der hoffentlich auch in eurem Training Einzug findet. Viel Spaß dabei, denn Handball inspiriert.